Die iOS-App Scenic ist schon seit mehreren Jahren auf dem Markt und ist bei vielen Motorradfahrern inzwischen sehr beliebt. Bislang fehlte leider ein Routenplaner für die Windows-Welt, der Routen im speziellen Format von Scenic exportieren konnte. Seit Version 6.0 ist in Track of the Day ein spezieller Export für Scenic verfügbar und in diesem Video wird gezeigt, wie es funktioniert. In der Garmin-Welt wird seit langem zwischen VIA- und Shipping-Punkten unterschieden. VIA-Punkte sind bei Garmin die Punkte einer Route, die angefahren werden müssen. Will man einen Garmin VIA-Punkt nicht anfahren, muss man ihn gezielt überspringen. Im Gegensatz dazu gibt es die Shipping-Punkte, die auf Garmin-Geräten still überspringen werden, sobald man näher am nächsten Routenpunkt ist. In der TomTom-Welt oder beim neuen BMW Connected Ride Navigator gibt es diese Unterscheidung nicht, dort gibt es nur Stops. Dabei müssen Stops immer angefahren oder explizit übersprungen werden. Scenic geht hier einen etwas anderen Weg, der ein wenig an Garmin erinnert. Bei Scenic gibt es Stops und VIA-Punkte. Die Scenic VIA-Punkte entsprechen dabei den Garmin Shipping-Punkten, was ziemlich verwirrend sein kann. Was bei Garmin ein VIA-Punkt ist, heißt bei Scenic ein Stop-Punkt. Ist das manuelle Shipping oder das Auto-Shipping aktiviert, kann man in Track of the Day mit VIA- und Shipping-Punkten im Stil von Garmin planen. Beim Routenexport in Richtung Scenic werden dann die Garmin VIA-Punkte als Scenic Stop-Punkte und die Garmin Shipping-Punkte als Scenic VIA-Punkte exportiert. Das muss man erst einmal sacken lassen. Weil es so verwirrend klingt, verdeutlichen wir dies nun am Beispiel einer Motorradtour auf der Kanareninsel Lanzarote. Unsere Tour beginnt in Punta Mujeres. Über Orzola geht es zum Mirador Rio, dann nach Aria und über Teguise nach Tigaton in den Timanfaya Nationalpark. Zur Mittagspause kehren wir in einem Restaurant in El Golfo ein und genießen den Nachmittag in Playa Blanca. Zurück geht es via Femes, Uga und Tabayesco nach Punta Mujeres.
Beim Mirador Rio planen wir eine Pause von 60 Minuten ein, wodurch dieser Routenpunkt ein Garmin-Via-Punkt wird. Genauso halten wir es mit der Mittagspause in El Golfo und Playa Blanca. Nachdem unsere Routenplanung abgeschlossen ist, speichern wir die Tour in der lokalen SQL-Datenbank, so dass wir sie jederzeit schnell wieder öffnen, bearbeiten oder erneut exportieren können. Für den Export zur Scenic-App klicken wir am linken Kartenrand den Button mit dem Pfeilsymbol. Es startet der Dialog für den Routenexport. In der Bilderstrecke können wir sehen, wie der Export funktioniert und wie die Route anschließend in der Scenic-App sichtbar wird. Nach einem Klick auf die Schaltfläche Export startet die Konvertierung der Route vom Garmin-Stil in den Scenic-Stil. Nun wird die Scenic-Webseite für den Upload von Routen geöffnet, auf der wir uns mit unseren Scenic-Zugangsdaten anmelden. Nach einem Klick auf Send to Scenic ist der Export auch schon erledigt. Jetzt starten wird auf unserem iPhone die Scenic App, tippen oben links auf das Hamburger Menü und wählen Importieren. Danach tippen wir auf Importwarteschlange. Hier sehen wir nun unser Beispiel, welches wir als GPX-Route, als GPX-Track und im speziellen Stil von Scenic exportiert haben. Wir importieren das spezielle Scenic-Format und warten kurz ab, bis der Routenverlauf berechnet wurde. Nun können wir die Navigation starten. Wer mag, kann das iPhone auch in das Querformat drehen, was sehr gut von Scenic unterstützt wird. Schaut man sich die Route im Detail an, sieht man, dass die Stops beim Mirador Rio, in El Golfo und Playa Blanca korrekt umgesetzt wurden. Alle während der Planung gesetzten Shipping-Punkte werden als Scenic-Via-Punkte angezeigt. Damit wären wir am Ende dieses Videos. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald!